Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr in Bammental auf der Bahnhofstraße in Höhe eines Möbelhauses. Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes CLK war bei der Zufahrt in Richtung Bundesstraße 45 aus bislang noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung geschleudert und anschließend nach ca. 10 Meter Flug durch die Luft in Höhe von 2 Metern gegen einen Baum geprallt. Während der 19-jährige Fahrer nur leicht verletzt wurde, kam für seinen 22-jährigen Beifahrer, der im Fahrzeug eingeklemmt wurde, jede Hilfe zu spät. Wir haben das Fahrzeug soweit gesichert, haben dann die 3-Schaltungsgerät eingesetzt, um die Person ranzukommen, damit der Rettungsdienst Öffnung hat zum Arbeiten am Patienten. Hat aber dann leider der Doktor gleich den Tod festgestellt. Dem 19-jährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Insassen des Mercedes nicht angegurtet. Ein hinzugezogener Sachverständiger sowie die Beamten der Verkehrspolizei Heidelberg müssen nun klären, warum das Fahrzeug nach rechts von der gerade verlaufenden Fahrbahn abkommen konnte. Die Bahnhofstraße in Bammental war bis 8:30 Uhr voll gesperrt.